bin Lisa und willkommen bei Stitch and Paper. Und ich zeige euch heute, wie ich diesen Big Okapi Sweater von World of Lisa genäht habe. Ich nehme euch mit, es gibt ein paar Besonderheiten, denn ich habe die Kapuze mit einem Streifenstoff gefüttert, vorne einen Tunnelzug und die Kordeln hinzugefügt und diesen Saum mit einem Schlitzbeleg verarbeitet. In diesem Video, das verlinke ich euch, zeige ich euch, wie ihr Schritt für Schritt diese Schlitz- und Saumverarbeitung mit einer Blende auf jegliche Pullover übertragen könnt. Wir starten mit der Kapuze und legen uns diese rechts aufeinander und nähen nun die Hinterkopfnaht, also die mit der Rundung mit der Overlock-Maschine zusammen. So, da ich die Kapuze ja füttern möchte, ist das ja meine Außenkapuze, in die jetzt die Futterkapuze aus den Streifen hineingelegt wird. So, schaue ich, dass die hier aufeinandertreffen in der hinteren Mitte. Genau, dann habe ich ja das Spiel. So, und das muss jetzt rechts aufeinander. Das ist die vordere Mitte der Kapuze. Wenn ihr die Nahtzugaben gegenläufig legt, also von dem einen in die eine, von dem anderen in die andere Richtung, kriegt ihr eine schöne flache Naht. So, und dann näht ihr euch die bis hier unten einmal zusammen. Dann können wir sie gleich verstutzen. Und verstutzen heißt einfach nur umdrehen. Und da näht ihr jetzt einmal entlang. So sollte dann im Anschluss eure Kapuze aussehen. Ihr habt hier das Futter und ihr habt hier den Bereich für den Tunnelzug. Da müssen wir jetzt hier unten, außen, die Knopflöcher einnähen und dann einmal absteppen, sodass wir auch einen Tunnelzug für die Schleifchen haben. Messe mir den Abstand der Knopflöcher aus und markiere mir den 6 cm von der Schnittkante entfernt. So. Und die Stepplinie, ich werde die später hier bei 3 cm absteppen. Das heißt, bei anderthalb ist die Mitte meines Knopfloches. Mache ich mir auch auf der anderen Seite. So, wer jetzt möchte, kann sich das mit einem Trickmarker auch einmal markieren. Und je nachdem, wie breit eure Bändchen sind, die ihr da später reinfädelt. Also ich habe mich noch nicht ganz entschieden, ob es das wird. Oder das müsst ihr dann euer Knopfloch entsprechend breit nähen. So, Knopflöcher sind drin. An beiden Seiten. Und jetzt können wir den Tunnel nähen, indem wir das einmal rundherum absteppen. Mhm.
So schaut dann jetzt die fertige vordere Kante aus. Und als Hilfe zum Einfädeln habe ich diese Einfädelhilfe. Dort kann man hier oben nämlich sein Bändchen ganz einfach einklemmen und dann durch seine Schlaufe führen. Wer das nicht hat, kann einfach eine Sicherheitsnadel benutzen. Das geht natürlich auch. Aber ich komme in letzter Zeit sehr gut mit diesen Einfädelhilfen zurecht. So, da kommt schon was. Dann legt ihr euer Vorderteil rechts auf euer Rückenteil. Und wenn ihr dann eure Schulternähte abpasst, seht ihr beim Okapi-Sweater, dass die vordere Schulter ein wenig kürzer ist als die hintere. Das ist auch richtig so und wichtig, denn die hintere Schulternaht hat im klassischen Handwerk immer eine Rollweite, damit sie schön über die Schulter fällt. Und das müsst ihr ausgleichen beim Nähen. Das heißt, ihr pinnt euch die eine Ecke und dann die Ecke am Halsausschnitt und verteilt dann eure Weite, indem ihr den Stoff ein wenig auseinanderzieht und dann jetzt hier die Mitte ermittelt, dort steckt und zwischen den beiden Strecken ebenso. Dann habt ihr ohne große Kräusel oder Falten, die ihr dann einnäht, eure Weite schön verteilt. So, und das näht ihr jetzt einmal ab und wiederholt ihr für die andere Schulter. Jetzt mal an vom Spiegel, habe die Seitennähte nur zusammengesteckt, denn ich will mal die Länge mir anschauen. Und zwar finde ich die Länge hinten gut, aber ich möchte es vorne ein bisschen kürzer haben. Nun ist es wichtig, dass ihr eure Seitennähte einzeln versäubert, damit wir später auch den schönen Schlitz mit Beleg nähen können. Wenn ihr auch diesen Saumabschluss nähen wollt, dann schaut euch gern dieses Video zum DIY-Saumabschluss mit Schlitz an und ihr erfahrt alle Schritte zum einfachen Nachnähen dort. Wenn ihr den Sweater ganz normal nähen wollt, müsst ihr einfach nur die Seitennaht schließen und euren Saum einschlagen und absteppen. Nun geht es weiter mit den Ärmeln und dem Halsausschnitt. Die Ärmel legt ihr rechts auf rechts in den Bruch und schließt jeweils die Unterarmnaht. Dann nehme ich mir die Ärmel und jetzt erstmal die Ärmelbündchen, werde die rechts auf rechts mit der kurzen Seite einmal zusammennähen. Wenn man das mit der Nähmaschine macht, dann hat man nämlich den Vorteil, dass man die Nahtzugabe jetzt auseinanderklappen kann. Und dann, wenn man das Bündchen nun zusammenlegt, hier eine viel flachere Naht erhält zum Annähen des Bündchens. So. Also wenn man das mit der Overlock hat, dann hat man hier meist so einen Bubbel und mit der Nähmaschine ist das dann schön glatt. Genau, jetzt gucke ich einmal, dass das schön liegt und dann ist das erste Ärmelbündchen auch schon fertig. So, und da der Ärmel vom Okapi-Sweater, wie ihr seht, super weit ist, also der wird hier unten richtig schön voluminös, werde ich jetzt hier einen Reihstich setzen mit einer ganz großen Stichlänge, um den dann zu raffen, um den auf das Bündchen zu bekommen. Musik.
meine Raffung, meine Raffnaht und mein Ärmelbündchen. So, das Ärmelbündchen setze ich jetzt. Das ist später die rechte Seite, die hier außen dran soll. Das heißt, ich muss es einmal umstülpen und gucke jetzt, dass diese Naht auf die Unterarmnaht trifft und stülpe das jetzt einmal über meinen Ärmelende. So. Genau, dann wollte ich ja, dass die Nähte hier aufeinandertreffen. Das heißt, ich sortiere mir das Ganze schon so, dass das passt. Und fixiere mir das jetzt hier einmal mit der Nadel. So, und jetzt muss ich entsprechend nur noch die Weite so raffen, dass das jetzt hier drinne gleichmäßig verteilt ist. Ärmelchen sind fertig. Die kommen jetzt ins Teil. Und zwar haben wir hier vorne die zwei Clipsies und wir haben auch im Ärmel, vorderem Ärmel, unsere zwei Knipse. Das heißt, der Ärmel kommt dorthin und dementsprechend müssten hier auch zwei Knipser sein und der Ärmel kommt dahin. So, das heißt auch wieder, ich fange mit meiner Seitennaht an, lege die Seitennaht und die Naht vom Ärmel aufeinander und stecke fest. Ich achte jetzt dabei darauf, dass die Seitennaht, die habe ich auseinander gebügelt, dass die auseinander bleibt. Und dann fange ich an, meinen Ärmel hier in das Armloch einzusetzen. Und dabei ich jetzt da nicht so weit komme, drehe ich mir einmal mein Vorderteil, mein Oberteil auf links und gehe dann weiter. Achtet immer schön darauf, dass eure Knipse dann im Ärmel und im Vorderteil aufeinander passen. So, das gleiche machen wir dann auch beim anderen Arm noch. So, da wären wir wieder. Ta, 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 ta. Der Okapi hat Ärmel. Tada! Ich glaube, ich muss ihn einmal anziehen. Tada! Status quo. Mega. Und jetzt fehlt ja nur noch die Kapuz. Also, auf geht's. Dann ist es so, dass die Kapuze sich laut Anleitung vorne ein wenig überschneidet. So müsste das dann wahrscheinlich sein. Schauen wir mal. Ich werde sie jetzt rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken. Hier ist der Knips für die Schulter. Die Nahtzugabe der Schulter geht immer ins Vorderteil, damit die schön flach auf der Schulter liegt. So. Einmal mit der Ovi drumherum. Big Okapi ist fertig.
So, und was habe ich natürlich vergessen? Nicht, dass ich welche rausgesucht hätte. Er ist fertig. Und ich bin verliebt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr näht euch euren eigenen Vicocavi-Sweater. Es gibt ihn ja in verschiedensten Varianten. Auf dem Blog von World of Lisa findet ihr auch eine Verarbeitung für den Saum, auch mit einem Schlitz. Der ist etwas einfacher umzusetzen als meiner. Der hat aber auch keine Blende, aber ist für Anfänger auch super geeignet. Und dann sehen wir uns ganz bald zum nächsten Projekt. Ich freue mich.